Und der NEOS-Justizsprecher setzt fort, Johannes Markreiter. Als Gesetzgeber kommt uns hier schon eine ganz besondere Verantwortung zu. Und wir müssen schon bei jedem einzelnen Beschluss, wo wir ein Gesetz beschließen, uns ganz genau überlegen, ob dieses Gesetz in dem Sinn nicht nur inhaltlich gerechtfertigt ist, sondern überhaupt, weil wir ja da immerhin in das Leben der rechtsunterworfenen Bevölkerung eingreifen. Im besonderen Maß gilt es für justizielle Gesetze, da gehört das Strafgesetzbuch dazu. Jetzt will ich nicht abstreiten, dass dieser Terroranschlag am 2. November in Wien natürlich ein massives Ereignis war, das uns alle sehr, sehr bewegt hat. Es war aber nicht der erste Terroranschlag. Das Phänomen des weltweiten Terrors hat Österreich erstmals am 21. Dezember 1975 erreicht, bei der OPEC-Versammlung, wo es zur Geiselnahme kam und zu einem Terroranschlag in der Folge mit 3 Toten. Es gibt hier eine Auflistung. Seither sind leider auch in Österreich sehr viele Terroranschläge passiert. Am 27. Dezember 1985 wiederum 4 Tote am Flughafen Wien. Oberwart am 4. Februar 1995 ebenfalls 4 Tote und dazwischen viele Terrorattacken mit Verletzten. Und da war es bei keiner bisher in dem Maß so, dass man da sofort quasi aus der Hüfte geschossen hat und gesagt hat, wir müssen sofort das Gesetz ändern. Und das hat, glaube ich, einen guten Grund, weil man eben sehr vorsichtig sein muss mit gesetzgeberischen Eingriffen, weil immer 2 Sachen in der Waagschale sein. Natürlich auf der einen Seite ein bestimmter Regelungsbedarf aus einer aktuellen Emotion heraus, auf der anderen Seite aber doch der Respekt davor, dass es ja immer eine Riesenkonsequenz hat, wenn wir Gesetze ändern, gerade im justiziellen Bereich, wo die ganze Judikatur sich neu entwickeln muss, etc. etc. Wenn ich mich jetzt dieses Paket anschaue, das da vor uns liegt, so da kann ich durchaus auch im Sinne der Vorredner einräumen, dass tatsächlich dieser Terroranschlag zum Anlass genommen worden ist, einige logistische Verbesserungen, die durchaus notwendig sind und durchaus sachlich zu rechtfertigen sind, da in Angriff genommen werden. Es war ja eine erste Reaktion nach dem Anschlag, dass man eine Kommission eingesetzt hat. Und diese Kommission hat ja, die sogenannte Zerbes-Kommission, hat ja das ganze Geschehen sehr eingehend aufgearbeitet und hat dann auch doch entsprechende Empfehlungen abgegeben, wobei zu dem Zeitpunkt, als der Abschlussbericht erstellt worden ist, dieses Terrorbekämpfungspaket, das wir jetzt da beschließen, ja in groben Zügen schon vorgelegen ist. Und das wird nicht mit deutlichen Worten gespart, sodass ich mich also frage, warum hat man diese Argumente, diese durchaus sachlichen Einwände der Zerbes-Kommission im Gesetzwerdungsprozess nicht mehr berücksichtigt. Wir NEOS werden diesbezüglich den Antrag stellen auf abgesonderte Abstimmung, weil wir einfach der Auffassung sind, dass dieser neu geschaffene Straftatbestand der religiös motivierten extremistischen Verbindung völlig überflüssig ist und überhaupt keinen Mehrwert bringt im Sinne von Rechtsschutz für unsere Bevölkerung. Ähnliches gilt auch für den Erschwerungsgrund, der da neu eingefügt wird. Ich meine, das zeigt schon so besonders, dass da der Vorwurf, der da schon mitunter erhoben worden ist, dass es da um Show-Elemente geht, nicht ganz unberechtigt ist, weil ja die Erschwerungsgründe im Strafgesetzbuch ohnehin demonstrativ aufgezählt sind. Das heißt, man muss ja da nicht jetzt neue noch dazu fassen, noch dazu solche, die verfassungsrechtlich eher bedenklich sind. Andererseits, die Vorredner haben es schon darauf hingewiesen, gibt es auch gute Maßnahmen. Daher werden wir insgesamt dem Gesetz mit der Maßgabe, dass wir zu 2 Punkten getrennt abstimmen werden, die Zustimmung erteilen. Vielen Dank. Die Einwände der Zerbes-Kommission seien im neuen Antiterrorgesetz, das jetzt debattiert und abgestimmt werden soll, nicht berücksichtigt worden, kritisiert Johannes Markreiter.